Im Namen des einen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese aus dem Psalm des heutigen Sonntags Sexagesime, des zweiten Sonntags vor der Passionszeit, aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Liebe Gemeinde, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. So sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern. Dieser Vers ist der Monatsspruch für den Monat Februar und ich möchte ein paar Gedanken dazu mit Ihnen, mit euch teilen. Ich schaue hinauf zum Himmel und sehe den Kondensstreifen eines Flugzeugs, ein weißes Band, 10.000 Meter über der Erde. Fast wie mit unsichtbarer Hand gezogen, entsteht die Linie am Himmel. Aber schon nach wenigen Minuten verblasst sie. Ohne Spur verschwindet sie. Sind unsere Namen so im Himmel geschrieben, so flüchtig? Menschen werden vernichtet, als wären sie nichts. Wir lesen, wir hören es täglich. Ermordet, attackiert, gefoltert. Menschen werden einfach so ausradiert. Die Zahlen und Bilder der Opfer erschrecken uns kaum noch. Man könnte glauben, ein Leben ist bedeutungslos. Ist es so? Nein, unsere Namen sind eingeschrieben im Himmel, wie in Stein geritzt. Engraphein steht da im altgriechischen Urtext. Das klingt wie eingraviert. Im Himmel, bei Gott ist nichts verloren, was dort geschrieben ist, bleibt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Unsere Namen sind kostbar. Wie schön klingt der Name dessen, den ich liebe. Wie vertraut und lieb ist mir alles, was ich mit seinem oder ihrem Namen verbinde.
Wie schön kann mein Name klingen im Mund eines Freundes oder einer Freundin, die mich schätzt. Unsere Namen sind kostbar, weil wir kostbar sind. Gerufen, geliebt, angenommen. Und wir selbst nennen liebevoll die Namen der Geliebten. Mose, Mose, ruft Gott aus dem brennenden Dornbusch. Gott hat etwas vor mit dem Flüchtling Mose. Er beruft und begabt ihn zu einem großen Auftrag. Zachäus, komm schnell, ich muss dich besuchen. Jesus spricht den verachteten Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht mit Namen an. Woher kennt er ihn nur? Zachäus ist glücklich. Er sieht mich. Er will tatsächlich zu mir. Nun kann Zachäus umkehren und sein Leben ändern. Maria, ruft Jesus. Weinend steht sie vor dem leeren Grab und versteht nicht und ist außer sich. Sie erkennt ihn nicht, aber dann sagt Jesus ihren Namen. Maria. Nicht zu fassen. Er ist da, er lebt und steht vor mir und spricht mich an, mich. Wer mich mit Namen anspricht, kennt mich und meint mich. Jesus spricht Maria an. Der Tod ist besiegt. Du sollst leben. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich gebe meinen Namen bei Google ein und staune, wie viele Trägerinnen meines Namens es gibt. Dennoch steht mein Name für das, was mich unverwechselbar ausmacht. Ich bin geprägt von vielen Einflüssen und Gegebenheiten, die andere ebenso prägen. Und doch bin ich, ist jede und jeder von uns einmalig und besonders. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, erklärt Martin Luther zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Mich, so unverwechselbar, wie ich bin. Mich, die diesen Namen trägt. Freut euch, dass ihr einmalig seid, jede und jeder etwas ganz Besonderes. Einmalig und besonders sind wir für den, der unseren Namen nennt, der ihn sogar in den Himmel eingraviert. Aber die meisten von uns sind doch gar nicht so besonders. Normale Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Alte mit normalen Lebensläufen, Familien, Freundeskreisen, nichts Ungewöhnliches. Die meisten von uns werden nicht berühmt und wollen das auch gar nicht. Nur sein wie die anderen wollen wir, einigermaßen zufrieden bitte und möglichst von großem Unglück verschont. Und wir sollten etwas Besonderes sein? Wir mit einem Stern in einem himmlischen Walk of Fame? Kann das wahr sein? Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jede und jeden von uns ruft Gott mit Namen. Jede und jeder von uns hat eine eigene, ganz besondere Beziehung zu Gott. Wie wir unter Geschwistern jede und jeder eine eigene Beziehung zu den Eltern haben, und uns manchmal wundern, wie eigen und anders wir sind. Jede und jeder von uns hat eine ganz besondere, ganz eigene Beziehung zu Gott. Jede und jeder von Gott gerufen, auf besondere Weise begabt, beauftragt, begleitet. Jede und jeder von uns kann auf eigene Weise antworten. Auf unsere Antwort wartet Gott. Er sehnt sich nach unserer Antwort. Darum hat er uns ja so einmalig und frei geschaffen. Anders als manche Kinder bei ihren Eltern haben wir alle bei Gott einen dicken Stein im Brett. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Tragen wir unsere Namen so. Tragen wir unsere Namen stolz, als stünden sie auf einem Stern im Himmel. Tragen wir sie froh, weil Gott uns mit Namen ruft und uns nie vergisst. Schreiben wir unsere Namen fröhlich und bunt. Protestzeichen gegen alles, was Leben zerstört. Lebenszeichen gegen das Grau. Amen.
Wir beten. Gott, mit deinem Wort rufst du uns beim Namen. Dein Wort tröstet und befreit. Dein Wort ist unser Glück. Dein Wort ist Hoffnung und Leben. Sprich zu uns, du unser Gott. Sprich dein Wort, damit die Mächtigen es hören. Sprich, damit aus Misstrauen Vertrauen wird, damit sich Zerstrittene versöhnen, damit das Recht über Gewalt und Lüge siegt. Sprich dein Wort durch deine Propheten und öffne die Ohren und Herzen der Starken. Sprich und erbarme dich. Sprich dein Wort, damit es die Verletzten und Kranken hören. Sprich, damit die Wunden heilen, damit wirksame Medizin entwickelt wird, damit die Trauernden Trost finden. Sprich dein Wort durch die Klugen und öffne die Ohren und Herzen der Verunsicherten. Sprich und erbarme dich. Sprich dein Wort, damit es die Schwachen und Verzweifelten hören. Sprich, damit Krieg und Gewalt enden, damit die Heimatlosen und Flüchtlinge einen sicheren Ort finden, damit die Feindschaft ihre Macht verliert. Sprich dein Wort durch den Mund der Mutigen und schenke Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen.